Conditionals, neues Sprachelement. Herausforderungen, wir haben das schon gehabt gerade, mathematische Formel wird an die Tafel geklatscht und jetzt soll das implementiert werden. Jetzt wollen wir mal eine Funktion schreiben, die den Absolutwert ausrechnet. Was ist der Absolutwert? Bei einer positiven Zahl ist der Absolutwert die Zahl selber, bei einer negativen Zahl wird einfach das Minuszeichen weggelassen, das ist der Absolutwert. Und irgendwie ist das eine Fallunterscheidung. Ja? Und das lässt sich nicht mehr so einfach hinschreiben mit Plus und Mal und dividiert durch. Da brauchen wir ein neues Sprachelement und ich schreibe Ihnen einfach die Lösung direkt hin und erkläre Ihnen dann, was das ist. So, wir haben die Funktion abs definiert und da drin ist jetzt neuer Code, den wir noch nie gesehen haben. Und zwar ein if-then-else, ein conditional. So, und da sehen Sie die Definition für den Absolutwert, da sehen Sie die Implementierung und damit ist eigentlich schon klar, wie das mit dem if-then-else funktioniert. Ja, das if ist also sowas wie dieses def. Das ist also so ein besonderes Schlüsselwort, so ein sogenanntes Keyword. Dahinter kommt so eine Condition, eine Bedingung, es sind ja auch Conditionals, die irgendwie entweder wahr oder falsch ist. X kann kleiner 0 sein oder auch nicht. Dann kommt ein Doppelpunkt und wir wissen, hinter einem Doppelpunkt kommt immer ein Codeblock. Okay? Das heißt also, wenn diese Condition wahr ist, wird wahrscheinlich dieser erste Codeblock ausgeführt. Dann gibt es noch diesen Block mit dem else-Doppelpunkt und danach wieder ein Doppelpunkt, also wieder ein Codeblock. Das heißt, da gibt es den zweiten Codeblock und der wird ausgeführt andernfalls. So, jetzt schauen wir uns das inhaltlich an. Wenn ich also eine negative Zahl habe, also x ist kleiner als 0, dann gebe ich minus x zurück. Das heißt, wenn mein x minus 17 war, dann gebe ich minus minus 17 zurück, was dann die 17 ist. Macht also genau das Richtige. Andernfalls, wenn es nicht eine negative Zahl ist, gebe ich einfach die Zahl zurück. Okay, das ist schon alles. Jetzt kennen Sie if then else. Okay, das ist alles, was man darüber sagen kann. Viel mehr kann man da nicht zu sagen. Hier nochmal andere Varianten. Das muss jetzt nicht immer in einer Funktion sein, das geht auch ohne Funktion, dieses if then else, das kann man also immer benutzen. Ja, und damit hat man also zwei Alternativen, die man also auslösen kann. Die zweite Alternative kann man auch weglassen. Dann ist das Code, der nur ausgeführt wird, falls diese Condition wahr ist. Ja. Gut, das ist also syntaktisch so ähnlich wie def. Ja, und diese Sache hier, die muss irgendwie sich ausrechnen zu einem neuen Datentypen für wahr und falsch. Da gibt es jetzt also einen weiteren Datentypen, ja, der nicht mit Zahlen und nicht mit Strings, sondern der Datentyp hat nur zwei Werte, und zwar die beiden Werte wahr und falsch. Und dieser Datentyp heißt Boolean. Okay? Und der Boolean-Datentyp, das klatsche ich einfach mal ran. Ja, das sind also die beiden Werte, die das Ding haben kann. True groß geschrieben, false groß geschrieben. Ja, und so ein Ausdruck wie 17 gleich 4 evaluiert also zu einem Ergebnis vom Datentyp Boolean. Okay? Dann gibt es Operatoren, der Operator und, der Operator oder. Das ist wie in der Logikvorlesung. Ja, das ist also ein logisches und ein logisches oder. Das heißt also false or true evaluiert zu true. Das heißt, genauso wie ich mit Zahlen rechnen kann, 17 plus 42 und da kommt eine andere Zahl raus, kann ich auch zwei boolsche Werte nehmen und sie mit dem Operator and verknüpfen und dann kommt ein neuer boolscher Wert raus. Ja, entweder wahr oder falsch. So weit, so einfach. Es gibt noch den Operator not. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Minuszeichen. Ne? Das heißt, der dreht das Ding einfach um. Aus true wird false und aus false wird true. So weit, so einfach. Coinflips kann man auch programmieren. Da sage ich jetzt mal nicht so, das überschlage ich mal, weil wir haben noch schönere Sachen. Ich zeige Ihnen jetzt noch das Schaltjahr. Ein Schaltjahr, Aufgabe ist, schreiben Sie eine Funktion, die berechnet, ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dafür müssen Sie natürlich erst die Formel wissen. Die steht da jetzt. Ein Jahr ist dann ein Schaltjahr, wenn es durch 4 teilbar ist. Ja, das ist so immer diese Sache. Alle 4 Jahre gibt es ein Schaltjahr. Es sei denn, das Jahr ist durch 100 teilbar, dann ist es kein Schaltjahr. Aber wenn es dann doch durch 400 teilbar ist, dann ist es doch ein Schaltjahr. Ja, das ist die Definition für Schaltjahr. Muss also durch 4 teilbar sein, aber nicht durch 100. Aber wenn es durch 400 teilbar ist, dann doch. Okay, das ist also ein typisches if-then-else. Ich zeige Ihnen, weil das sind die Beispiele, die gucken wir uns gar nicht an. Um jetzt Teilbarkeit zu checken, müssen wir eine neue Funktion schreiben, diese Teilbarkeit bei einer Zahl. Ich sehe, wir haben vielleicht ein bisschen viel Material. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal dann da gleich weiter. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für Sie. Wir machen es lieber genau, bevor ich da jetzt so durchspeede. Also wie überprüft man jetzt Teilbarkeit? Ja, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen Mathe machen. Wir müssen jetzt erst verstehen, wie man zwei Zahlen checken kann, ob die eine andere teilt. Ja, dafür brauchen wir die Division mit Rest. Okay? Und das war sowas wie 35 ist gleich 4 mal 8 plus 3.
Ja, erinnern Sie sich vielleicht noch an die Grundschule, wenn Sie 35 durch 8 gerechnet haben, dann kam da 4 raus und dann haben Sie vielleicht noch so ein großes R, 3 dahinter geschrieben, was so viel heißt wie übrig bleibt noch 3. Ja, und der Rest ist typischerweise kleiner als das, wodurch Sie dividieren, weil sonst hätten Sie das ja irgendwie anders ausrechnen können. Das heißt also für Integerzahlen, wenn ich keine Kommas haben möchte, dann muss ich irgendwie diesen Rest angeben, der noch überbleibt. Ja? Jetzt gilt natürlich auch 35 ist gleich 3 mal 8 plus 7 oder sowas, aber man macht das typischerweise so, dass dieser Rest so klein wie möglich ist. Okay? So, dieser Rest jetzt hier, was habe ich jetzt davon? Den kann ich ausrechnen in Python mit dem Prozentzeichen. Ja, und in Programmiersprachen heißt das Ding typischerweise Modulo. Also 35 Modulo 4 ist gleich 3. Oder mit anderen Worten, 35 dividiert durch 4, da kommt irgendwas raus und der Rest ist 3. Und das ist das, was ich haben möchte, wenn ich diese Modulo-Operation mache. Das heißt, wenn ich jetzt Teilbarkeit überprüfen möchte, wie mache ich das? Ich rechne einfach die Zahl Modulo 4 und überprüfe, ob der Rest gleich 0 ist. Wenn der Rest gleich 0 ist, dann war die Zahl teilbar. Wenn der Rest ungleich 0 ist, dann war die Zahl nicht teilbar. Okay, so weit, so gut. Fragen Sie nach, wenn Sie das nicht verstanden haben. Ja, ich kann das auch nochmal erklären, wenn Sie das erst zu Hause nochmal überlegen wollen. Gut, das heißt also 35 modulo 4 gleich gleich 0, da kommt false raus. Das heißt also 35 ist nicht durch 4 teilbar. Ja, dann gibt es ja auch einen Rest, der ungleich 0 ist. Prima, schreiben wir eine Funktion dafür für Teilbarkeit, diff nennen wir sie mal a und b, da returnen wir einfach das Ergebnis von a Prozent b gleich gleich 0. Ja, also von a modulo b und fragen, ob das Ergebnis gleich 0 ist. Ja, wenn das gleich 0 ist, dann ist der Return-Wert true. Wenn das ungleich 0 ist, dann ist der Return-Wert gleich false. Das heißt, wir haben jetzt eine Funktion, die gibt nicht einen String zurück, nicht eine Zahl, sondern true und false. Okay? Wie kann man das jetzt auf unser Schaltjahrproblem anwenden? Das war ja hier die Formel, die so ein bisschen sperrig ist. Der Code sieht jetzt einfach so aus, eine etwas geschachtelte If-Then-Else-Konstruktion. Schauen wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier mehrfach eingerückt. Zunächst drücken wir alles ein mit 4 Zeichen, wegen diesem Doppelpunkt hier hinten, weil wir eine Funktionsdefinition haben. Dann der Body selbst enthält aber ein If. Ja, deswegen ist da nochmal ein Doppelpunkt und da ist nochmal was eingerückt. Das heißt, der Body von diesem ersten If ist dieser ganze Teil hier von hier oben bis da unten. Ja, das ist also der erste Body. Und der zweite Body für den Else-Teil ist dieses Return False. So, dieser Body hier ist selber wieder ein If-Then-Else mit eingerückten Teilen. Und der zweite Body ist wieder eingerückt irgendwie ein If-Then-Else. Das sind also geschachtelte If-Then-Else. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ein Schaltjahr ist. Und wenn Sie da jetzt mit dem Finger durchgehen und Sie nehmen da zum Beispiel so ein Jahr, nehmen wir mal das Jahr 1984, ja, dann fragen wir uns, ist 1984 durch 4 teilbar? Ja, ist durch 4 teilbar, ne? 16 fehlen bis 2000, also ist durch 4 teilbar. Also sind wir in dem ersten Body hier. Dann gehen wir den ersten Body durch. Wie ist es denn jetzt? 1984 durch 100 teilbar, ist nicht durch 100 teilbar, kommt also false raus. Wir sagen aber not false, das heißt, es ist wieder true. Also sind wir in dem ersten Teil von dieser Schleife und sagen return true. Die Antwort ist also true. Okay, und genauso können wir jetzt andere Jahre nehmen und da mit dem Finger so durchgehen und checken, dass das immer funktioniert. Gut. Soweit, so schön. Alternativ kann man es auch so implementieren. Viel kürzer, viel schöner. Ja, muss man eine Weile nachdenken, dass es auch funktioniert. Ja? Können Sie sich ja mal angucken zu Hause. Ja? Sage ich jetzt nichts zu. Funktioniert auch. Ist viel einfacher und schöner. Letztes Sprachmerkmal für heute. Loops. Ja? Was haben wir bisher? Wir haben Funktionsdefinitionen. Ja, def und dann irgendwas mit Doppelpunkt und so ein Body. Conditionals, das war dieses if then else, ja, auch wieder was, Keyword if und Doppelpunkt und dann kommt so ein Body, else, Doppelpunkt und ein anderer Body und jetzt kommen Loops. Ich klatsche Ihnen den Code mal dahin, der sieht so aus und da steht jetzt while x größer 7, Doppelpunkt und dann kommt wieder so ein Body, ja, so ein Code Body. Und Sie können sich wahrscheinlich schon vorstellen, was hier passiert. Solange, while heißt hier solange, solange x größer 0 ist, ja, solange das wahr ausgerechnet wird, wird dieser Body ausgeführt. Das heißt, den Body führe ich einmal aus, weil ja x am Anfang
Anfang größer 0 ist, ist ja x ist ja gleich 7. Und am Ende mache ich x gleich x minus 1. Das heißt, x ist dann danach gleich 6. Dann stelle ich wieder die Frage, ist x denn noch größer 0? Ist immer noch größer 0. Ich führe den Body einfach nochmal aus. Und jetzt führe ich den Body also 7 Mal aus. Okay? Schauen wir uns das an, was da rauskommt. Ja, da werden also einfach die Zahlen von 7 bis 1 ausgegeben. Okay? Damit haben wir jetzt eine Schleife. Und damit sind wir Turing complete und können alles programmieren, was man programmieren kann. Mehr braucht man nicht. Man braucht if then else und man braucht Loops. Das ist alles. Der Rest ist Syntactic Sugar, damit es irgendwie schön ist und nicht so hässlicher Code wird. Gut, schauen wir uns nochmal die Loops an. Das ist also, diese Condition, die hier steht, ist so ähnlich wie in einem if then else. Es muss entweder wahr oder falsch muss da rauskommen. Und solange da wahr rauskommt, wird der Body nochmal ausgeführt. Ja, und irgendwann kommt da false raus, dann wird der Body nicht mehr ausgeführt. Kann aber auch passieren, dass mein Code immer wahr da stehen hat. Das ist jetzt eine Endlosschleife. Ja, solange true ist immer true, ja, führe das hier aus und druck irgendwas auf dem Bildschirm. Und wenn Sie diesen Code ausführen in diesem in dem Jupyter Notebook, dann läuft das Ding immer weiter, bis Sie das Ding abbrechen oder Ihren Safari zum Absturz bringen oder sowas. Ja, der stoppt sozusagen dann nie. Ja. Gut. Jetzt kann man auch zählen. Hier ist eine kompliziertere Schleife. X ist gleich 18. Solange 18 größer als 1 ist, mach mal folgendes, druck mal das X aus und halbier die Zahl. Das ist jetzt schon so ein bisschen unübersichtlich. Wie oft läuft diese Schleife denn? Ja, das müssen wir jetzt so im Kopf machen. 18, dann durch 2 kommt 9 raus. Das geht noch, dann durch 2 kommt da jetzt 4,5 raus oder 4. Ah, wissen wir nicht so genau. Und nochmal halbieren, nochmal halbieren, nochmal halbieren. Das heißt, da gibt es jetzt einen Trick, dass man noch so eine Zählvariable damit einbaut. Ja, und zwar noch eine neue Variable definieren, die sage ich am Anfang, ist der Counter gleich 0. Und immer wenn dieser Body ausgeführt wird, dann sage ich am Anfang Count gleich Count plus 1. Das heißt, damit kann ich zählen, wie oft die Schleife ausgeführt wird. Und am Ende gebe ich diesen Counter einfach aus. So, warum zeige ich Ihnen das jetzt mit diesem Counter? Weil das ist eine Übungsaufgabe, die Sie dann benutzen müssen. Also diesen Counter-Trick müssen Sie einmal machen. Ja. Gut, wir haben noch Zeit für ein weiteres Beispiel. Kommen wir zu Collatz Conjecture. Ja, jetzt kommen die harten Mathe-Themen. Ja, die Collatz Conjecture sagt Folgendes. Wenn man eine beliebige Zahl nimmt, eine beliebige positive ganze Zahl, ja, und man macht Folgendes. Wenn das eine gerade Zahl ist, also durch 2 teilbar ist, dann teilt man sie durch 2 und macht weiter. Wenn es eine ungerade Zahl ist, dann rechnet man dreimal diese Zahl plus 1. Ja, das ist also so eine Folge, die manchmal größer wird, weil ich ja die Zahl manchmal mal 3 plus 1 rechne und manchmal wird sie kleiner, weil ich ja halbiere. Ja, und die Collatz Conjecture ist, egal bei welcher Zahl ich anfange, ich lande am Ende immer bei der 1. Okay, das ist die Collatz Conjecture. Und wenn Sie die beweisen, dann kriegen Sie einen Preis. Ja, das ist noch eine unbewiesene Behauptung. Und die ist so einfach, die können Sie verstehen. Ja, und Sie können am Nachmittag gleich loslegen und versuchen, das zu beweisen. Brauchen Sie nichts mehr zu machen, dann kriegen Sie direkt einen Job irgendwo oder so. Gut, das Ding programmieren wir jetzt. Und zwar hier schon die While-Loop dafür. Ich sage also, solange x noch nicht gleich 1 ist, mach mal Folgendes. Falls x modulo 2 gleich 0 ist, ist wieder unsere Teilbarkeit. Ich hätte auch meine Funktion div nehmen können an der Stelle. Ja, also x ist dann eine gerade Zahl, wenn es durch 2 teilbar ist. Dann halbiere diese Zahl. Da ist jetzt so ein Doppelding. Warum auch immer. Wenn man das erst anders macht, funktioniert es nicht. Und dann spielt man rum und dann findet man raus, muss dieses doppelte Slash sein. Andernfalls rechne x gleich 3 mal x plus 1. Und druck dieses x in jedem Schleifenrundgang auch bitte aus. Ja? Wenn man das jetzt mit x gleich 21 startet, dann kommt diese Sequenz raus und sie endet bei 1. Toll. Hier oben hat dieser, das sind sehr schöne Comics XKCD. Vielleicht, wenn Sie die nicht kennen, klicken Sie die mal an. Die sind ist ein bisschen geeky, gebe ich zu. Aber schauen Sie mal, was da alles so gibt. Der hat jetzt diese Sequenz auch mal ganz schön visualisiert. Wenn man bei der 11 loslegt, 11 ist keine gerade Zahl, 3 mal 11 plus 1 ist 34, 34 ist eine gerade Zahl, also 17. 17 ist wieder eine ungerade Zahl, 3 mal 17 plus 1 ist 54. Dann wandert man hier so eine Sequenz und irgendwie kommt man hier immer bis zu 1. Und komischerweise gilt das für alle Zahlen. Ja. So. Collatz Conjecture umformuliert in unserer Computerprogrammwelt, könnte man jetzt auch sagen,
diese While-Loop terminiert. Ja, das heißt, diese While-Loop ist irgendwann zu Ende. Das ist eine Umformulierung der Collards Conjecture. Wenn wir also eine Zahl hier oben finden würden, ja, vielleicht zufällig 17 mal 42 oder sowas, wo das nicht stoppt, ja, dann hätten wir die Collards Conjecture sozusagen widerlegt. Das Problem ist nur, sowas, dass es nicht stoppt, ist unheimlich schwer zu zeigen, weil man muss halt lange warten. Ja, diese Sequenzen rechnen unter Umständen 3 Jahre und dann kommt die 1 raus. Ja, und Sie können nie sicher sein, dass nicht doch am Ende noch die 1 rauskommt, wenn diese Sequenz so durch die Gegend rattert. Ja, deswegen ist das so eine spannende Frage. Gut. Eine andere Art, das zu programmieren, das schaffen wir noch, ist, dass man das mit Rekursion macht. Ja? Und was ist Rekursion? Das ist so ein anderes Steckenpferd der Informatiker. Ja? Das ist, wenn sich eine Funktion selber aufruft, dann ist die Funktion rekursiv. Ja, gehen Sie mal auf die Wikipedia-Seite von Rekursion. Rekursion finden Sie auch bei MC Escher oder bei Bach. Da gibt es auch rekursive Strukturen in der Musik oder sowas. So Selbstbezüglichkeit ist ein anderes Wort dafür. So, was hat das jetzt mit Programmieren zu tun? Hier ist eine andere Implementierung der Collards-Funktion. Und zwar sagen wir einfach, Collards von x ist eine Funktion. Und wenn ich die aufrufe, wird geguckt, wenn ich gleich 1 bin, bin ich fertig. Da gebe ich einfach x zurück. Wenn ich aber nicht gleich 1 bin, dann checke ich, ob ich teilbar bin und liefere den Aufruf der Funktion Collards von x halbe zurück. Und andernfalls rufe ich den Aufruf der Funktion Collards von 3 mal x plus 1 halbe. Das heißt, hier fährt jetzt sozusagen diese Collards-Sequenz Achterbahn im Computer, ohne dass ich es mitkriege. Ich stecke da die 21 rein und die 21 ruft die Funktion Collards nochmal auf, und zwar mit 54, glaube ich. Und die Funktion Collards von 54 ruft die Collards-Funktion nochmal auf mit der Zahl Collards von 54 halbe. Und so weiter und so fort. Ja, und jetzt ist das hier eine andere Formulierung. Wenn die Collards Funktion, die wir hier definiert haben, wenn die sozusagen terminiert und eine 1 zurückliefert, ja, dann gilt die Collards Conjecture, wäre dann bewiesen, wenn das so ist für alle. Okay? Das ist also eine andere Art, das zu implementieren. Das ist halt sehr elegant, ne? Dass man das so sich selber aufruft. Ja, das ist also, deswegen finden Leute Rekursion so toll, weil das so hübsch ist. Können Sie alles nachlesen. Man kann sich natürlich zwischendurch auch die Sequenz ausgeben, auch bei dieser Collards-Funktion. Dafür muss man hier oben noch das Print von x reinschreiben. Dann wird bei jedem Aufruf der Funktion Collards wird dieses x auch noch ausgegeben und man hat auch die Sequenz. Das sind also jetzt 3 Arten, wie man diese Collards-Sequenz schreiben kann. Einfach nur als While-Loop, als rekursive Funktion oder als so eine rekursive Sequenz, die immer noch ausgibt, wo sie gerade ist. Gut. Abschließende Frage, was ist jetzt also Programmieren? Ja, Programmieren ist einfach ganz viele Funktionen schreiben. Ja, und zwar welche, die sich gegenseitig aufrufen, welche, die vielleicht Daten reinladen oder das Mikrofon benutzen oder die Kamera und irgendeinen Kram auf dem Bildschirm schreiben. Ja, und das ist wirklich schon alles. Ja, also die ganzen Programme, die auf Ihrem Handy laufen sozusagen, sind nichts anderes als eine Ansammlung von Funktionen, die sich irgendwie gegenseitig aufrufen. Und zwar wirklich so simple Funktionen, wie die wir gesehen haben. Ja. Nur, dass dann vielleicht die Libraries, die dahinter stehen, irgendwie ein bisschen komplizierter sind, ja, weil die ein GUI erzeugen fürs Handy oder was weiß ich. Gut, das ist die kleine Einführung in Programmieren.